Holmes, Sie kegeln? In der Wohnung? Nicht kegeln, mein lieber Watson. Ich spiele Bowls. Ernsthaft? Mit Ihrer Verletzung? Oh nein. Mrs. Hudson wird Sie umbringen. Fürs Erste reicht es. Zeit zu gehen. Möchten Sie mich begleiten? Sie sind unverbesserlich, Holmes. Und wohin gehen wir? Ich nehme an der Finalrunde des jährlichen Turniers teil, das der Bowls Club des Archäologischen Instituts von London veranstaltet. Es ist eine offizielle Einladung. Ich muss mich noch passend anziehen, dann können wir los. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, ich muss gestehen, dass ich jetzt schon ein paar Tage lang nicht mehr gespielt habe, weil ich mich noch auf andere Sachen konzentrieren musste. Weiß gerade so gar nicht mehr, was wir jetzt vor uns hatten, aber das hier ist auf jeden Fall neu. Wer bitteschön, ist das euer Ernst? Wer bitteschön spießt denn Nachrichten mit einer Gabel auf? Okay. Sherlock Holmes, erinnern Sie sich noch an mich, Dr. Ruben Fischer? Mit Ihrem Auftritt in Epic Forest haben Sie mir wahrscheinlich das Leben gerettet und mir zur Flucht vor diesen Wahnsinnigen verholfen. Haben Sie daher vielen Dank für mein Leben und meine Freiheit. Ich habe vor, unsere wohltätige Arbeit fortzusetzen. In Dank verbunden, Dr. Ruben Fischer. Okay, wir haben ja noch andere Ausrufezeichen drin. Ach du Schande, was ist das denn? Nehmen Sie am Finale des Bowls-Turnier teil. Okay. Eine Studie in Grün. Ein Bowls-Turnier stellt sich lediglich als Vorspiel zu einem außergewöhnlichen Abenteuer heraus, aus dem Sherlock Holmes seinen Körper und Geist gleichermaßen anstrengen müssen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch. Genau, da müssen wir dann nämlich hin. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Wir hatten nämlich den Fall abgeschlossen. Und sind jetzt in ein neues Kapitel reingegangen. Ja, also quasi in Fall 2, wenn man so möchte. Der zeigt mir jetzt die Tür an, aber ich glaube, der zeigt mir das jetzt nicht an, weil ich da unbedingt rein muss, oder? Das ist doch eh, glaube ich, das Zimmer von Watson. Aber mit dem ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Okay, vielleicht ist es doch unser Zimmer und wir müssen uns umziehen. Ich will mich aber nicht umziehen. Ich möchte so gehen, wie ich bin. Vielleicht ist es auch nicht unser Zimmer. Also, ich glaube, es war Watsons Zimmer, aber irgendwie hat sich hier so einiges getan und es ist jetzt ein bisschen weiblicher und kindlicher geworden. Er hat ja gesagt, er wohnt so lange nicht mehr hier. So lange wie meine nicht leibliche Tochter hier ist. Moment, hiermit konnte ich mich... Nee, hiermit konnte ich mich aber auch umziehen, ne? Was soll ich denn anziehen? Ich habe doch keine Ahnung. Mäntel, Seemann, Morgenmantel... Genau, wir gehen mit dem Morgenmantel gehen wir dahin. Bandit. Wir können auch als Seelsorger dahin gehen. Aber ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich die Sportkleidung anziehen. Zum Schminktisch stand da gerade. Echt? Schminktisch? Okay. Schwach getarnt. Was ist denn das? Stand das vorher auch schon da? Ach, wir müssen... Nee, oder? Mal eben schauen. Wenn wir uns jetzt eine Brille aufsetzen würden. Und ein Bart. Dann werden wir getarnt. Aber sehen scheiße aus. Können wir uns denn nicht wenigstens irgendwie halbwegs normal... Oh Gott. Ja, es sieht auch scheiße aus. Aber das... Also steht Ihnen jetzt so überhaupt nicht, muss man dazu sagen. Aber, naja. Wir sollen ja getarnt sein, um dahin zu gehen, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das mal einfach so. Die Haare können wir ja so lassen. Ich meine, viele Männer haben halt gleiche Frisuren. Ich glaube, das ist nicht so auffällig. Auffällig ist eher so die Optik, finde ich. Also ich meine, wer mir ins Gesicht guckt, weiß, dass ich Sherlock Holmes bin. Egal, ob ich aussehe wie ein Schnösel oder ob ich cool aussehe, deswegen... Holmes, sind Sie sicher, dass Sie das tragen wollen? Was ist damit? Jeder im Club trägt so etwas. Haha, alleine die Vorstellung. Ich hoffe nur, dass unsere reizende Nachbarin Sie nicht in diesem Aufzug sieht.
Ich weiß nicht, was er hat. Wir sehen doch ganz adrett aus. Ich meine, ich stehe auf sowas überhaupt nicht, aber sieht ja jetzt nicht irgendwie schlimm aus. So, keine Ahnung, alles zerknittert oder sonst was. Keine Ahnung, was er hat. Wahrscheinlich nur, weil es einfach nicht sein Stil ist, vermute ich mal. Achso, was mache ich denn hier eigentlich? Ich hätte doch auch über Tab reingehen können. Warum gehe ich immer über die Straße? Ich weiß es einfach nicht. Mr. Holmes, Sie haben gestern sehr gut gespielt. Sie schmeicheln mir, Sir Charles. Ich treibe viel Freiluftsport. Das ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Mein Freund Dr. Watson wollte mich begleiten. Wirklich? Möchten Sie den Hauptpreis sehen, Mr. Holmes? Ein seltener Maya-Steinkalender der Quiché. Der Quiché? Ja, hier drüben steht eine Statue ihres legendären Königs Tikkun Umar. Nun ja, zumindest eine Kopie der Statue aus Kopie? Ah. Da nur Mitglieder Zutritt zum Clubhaus haben, stellen wir den Kalender im Freien aus. Schauen Sie sich ruhig um. Also, der gute Herr hier vom Empfang hat genau das jetzt bestätigt, was ich schon gesagt habe. Wer mich anschaut, weiß einfach, dass ich Sherlock Holmes bin. Habe ich mich jetzt umsonst so verschandelt. Naja gut, wir laufen jetzt weiter so rum. Ich weiß gar nicht mal so genau, was wir jetzt hier machen müssen, aber wir sprechen einfach mal mit allem. Viel Glück, Holmes. Ich hoffe, wir müssen nicht selber spielen. Das wäre jetzt nicht so toll. Mit dir können wir nicht sprechen. Okay. Den Kalender würde ich gerne gewinnen. Ein fantastisches Kunstwerk. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Kalender vielleicht weg ist und dass das unser nächster Fall sein wird. Weil da alle so von reden. Hi. Daran wird Watson seine Freude haben. Mr. Holmes, es freut mich, dass Sie mein Finalgegner sind. Man nennt mich Arthur den Unbesiegbaren. Also wünsche ich Ihnen viel Glück. Ja, Ihnen auch viel Glück, ne? Gewinnen können Sie nicht, aber viel Glück. Daran wird Watson seine Freude haben. Ah, Mr. Holmes, sind Sie bereit für die Finalpartie? Da bin ich mir noch nicht sicher. Wenn ich es nicht selber machen muss, dann ja. Ja. Möge das Finale beginnen. Ich hab's gewusst. Zum Scheiß. Besiegen Sie einen Gegner, indem Sie mehr Bolzkugeln näher an die... Ja, ich weiß, wie man das spielt. Das Problem ist nur, naja, ich bin jetzt nicht so gut da drin, ne? Halten zum Zoomen, zielen. Achso, das ist... Okay. Werfen. Okay. Das Problem ist, die haben ja eine andere Dichte und eine andere Größe und Schwere und so weiter, die anderen Kugeln. Deswegen das... Nein, ich wollte die schwarzen Kugeln haben. Ich mag die roten nicht. Wieso... Was ist das für ein Mist? Wieso kann man da nicht gerade zielen? Okay, der macht es wirklich so nach links. Eieiei. Nein! Hörst du auf zu rollen? Ksch, weg da! Oh, dich mache ich platt, Junge. Oh, das war zu viel, ne? Scheiße. Oh, aber fast perfekter Wurf. Ist nur leider ein bisschen weit gegangen. Wieso zielt der nach links und das geht dann immer nach rechts in die Mitte? Was ist das für ein Arsch? Der geht immer dazwischen. Oh, das war ganz schlecht. Ganz schlecht. Der verreckt mir auf dem Weg dahin. Ach, so Mist. Aber guck mal, meiner geht... Ich mach von rechts wirklich diesen Bogen nach links. Und er wirft nach links und der... Als ob der angezogen wird, geht der da direkt nach rechts rüber. Das ist doch gefaked hier. Jetzt mal ohne Scheiß.
Kann nicht sein. Mach die Kugel weg. Diese Scheiß-KIs. Ja, komm, komm, komm. Nächste 100. Da mache ich den Typen platt. Das ist doch logisch. Achso, er fängt jetzt an. Weiß ich ja gar nicht, wie der den geworfen hat. Ah, ungefähr gleich, schätzungsweise. Ah, ein bisschen weniger. Eieiei. Wie der dann dahin zurückrollt, das ist doch nicht normal. Ja, buh, genau, buht ihn aus. Ich bin Sherlock Holmes, ich muss das können. Ich bin in allem besser. Oh, das, der verreckt mir nachher, obwohl der ist ein bisschen näher. Bleib liegen, los. Wer hat mich da ausgebuht? Zu dir komme ich nach dem Spiel. Dann werde ich dich heimsuchen. Und jetzt legt er den absichtlich davor, damit ich da dann dran anklatsche, wollte ich gerade sagen. Damit ich dann da dran komme und nicht vernünftig spielen kann. Aber ich bin Sherlock Holmes. Wenn mich solche Widrigkeiten stören würden, dann wäre ich nicht Sherlock Holmes. Nicht so weit wegrollen. Nein. Ey, der wird doch magnetisch angezogen. Jetzt mal ohne Scheiß. Der hat dann sogar berührt, glaube ich. Ach Mist, ich hätte nicht so feste machen sollen, ne? Alle sind sich hier nur ums Buffet am kümmern, die interessiert es gar nicht, wie wir spielen. Oh komm, also den letzten, den musst du jetzt aber so richtig, dann klatschst du die zwei da vorne weg und dann hat sich die Sache mit dem, also komm Sherlock, das schaffst du. Bleib liegen, Ball, bleib liegen, also Kugel. Wieso hat der jetzt gewonnen? Ja, okay, die eine war, glaube ich, was näher dran. Und wie viele Runden sind das? Also wir ach so, ja, wir können auch den Abschnitt überspringen. Ja gut, dann überspringen wir halt den Abschnitt. Ich dachte, man kann jetzt nur überspringen, dass er gerade dran ist. Zu dieser Leistung, Mr. Holmes. Danke, herausragend. Danke. Die Preisverleihung findet morgen früh statt. Wir sehen uns, wenn Sie den Kalender entgegennehmen. Sie kommen bestimmt auch, Dr. Watson, oder? Leider habe ich morgen keine Zeit. Die Arbeit ruht nicht. Ah, wie schade. Gehen wir heim. Wie, Watson, Sie haben keine Zeit, wenn ich hier meinen großen Preis entgegennehme. Was soll das denn bitte? Ja, ich habe natürlich gewusst, dass ich das in der letzten Runde dann noch drehen werde und dass ich das noch schaffen werde. Deswegen bin ich jetzt auf Überspringen gegangen, damit ihr euch das Elend vorher nicht ansehen müsst. Nein, aber okay, so finde ich das gut. Dann haben wir wenigstens geschafft, was wir machen wollten. Wir haben auch hier was Neues bekommen, den Meier-Kalender. Der Meier-Kalender ist der Hauptpreis beim Bulls-Turnier. Das haben wir schon rausgefunden. Gehen Sie zur Preisverleihung am Tag... Ach so, nach dem Bulls-Turnierfinale. Ah, okay, das heißt, wir müssen jetzt quasi wieder gehen. Das können wir natürlich auch über dieses Schnell-Dings machen. Oh, Vater! Hallo, Mr. Bouvier. Hallo, Mr. Holmes. Ja, Caitlin? Wie du aussiehst. Gefällt's dir nicht? Oh, doch.
Caitlin, sei respektvoller gegenüber deinem Vater. Wir führen eine Analyse durch. Ich weiß zwar noch gar nicht, worum es geht, aber... Führen Sie Ihre Charakteranalyse durch, indem Sie sich auf die wichtigen Details konzentrieren und folgern, was sie bedeuten. Ja, wir haben im Moment noch gar keine Details. Hallo? Hallo? Ich habe keine Details, denen ich irgendwie, aus denen ich schlussfolgern könnte. Ach so. Ach, ich drücke mal W und S, also für hoch und runter. Wahrscheinlich die Hände, oder? Oh, da ist was. Liebeskette. So, so. Besucht einen Gefangenen. Ach so. Man soll aussuchen, ob es eine Liebeskette ist oder... Okay. Nee, soll man nicht aussuchen. Hat er selber geschlussfolgert. Na gut. Dann schauen wir mal. Die Fingernägel sind jetzt nicht gerade sehr gepflegt. Die sind nur geschnitten, aber das scheint die nicht so zu interessieren. Sonst? Doch, hier ist noch was. Schnitte, Selbstmordversuch oder Unfallverletzung. Naja, Unfallverletzung wäre ja ziemlich dämlich, ne? Also Selbstmord... Nee, ich will das nicht... Ich will es so stehen lassen, ja? Selbstmordversuch auf jeden Fall. Ein okkulter Gegenstand. Exzentrischer Schmuck, ja, sonst... ja. Ich kann zwar nicht genau erkennen, was das für Zeichen sind. Und es ist auch kein mir bekanntes Symbol. Es ist so ein bisschen abgewandelt, glaube ich, von... ein Pentagramm, könnte ich mir vorstellen. Müsste ich nachschlagen, falls das wirklich existiert. Aber es ist auf jeden Fall ein okkulter Gegenstand. So, sind anscheinend nur diese Teile. Und sonst nichts anderes, was wir hier machen können. Beenden, genau. So, meine Charakteranalyse ist beendet. Kann ich jetzt hier raus? Nee, ich kann auf Pause drücken. Ja, nu? Ich will aber das so nehmen, wie es jetzt ist. Habe ich da irgendwas übersehen oder so, dass der mir irgendwas nicht angezeigt hat? Nein, ich will immer noch nicht besucht einen Gefangenen. Ja, ich will immer noch die Liebeskette. Warum kann ich die denn nicht aussuchen? Was soll denn das? Hallo? Wieso darf ich das nicht aussuchen? Ich möchte... Nein. Ja, ich... Nein, ich will immer noch die Liebeskette. Was soll denn der Quatsch? Also das finde ich jetzt doof, dass man das jetzt nicht aussuchen kann. Weil ich habe ja eben schon gesagt, das ist eine Liebeskette. Ich könnte aber auch nicht auf den Rest draufdrücken. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Das ist jetzt wirklich blöd gemacht. Nein, ich will nicht den Gefangenen. Oh, Moment. Ach, hier ist noch was. Die Hände. Kein Ring. Nicht verheiratet. Ah, okay. Analyse bestätigen. Ja, aber ich will nicht besucht einen Gefangenen haben. Ich will das richtig haben. Es ist eine Liebeskette. Ja. Was soll denn der Quatsch, dass der nur das annimmt? Das finde ich aber echt doof. Kann ich auch nirgendwo anders mit drauf. Ja, also wir bestätigen es mal so, aber wir wissen alle, es ist eine Liebeskette und sie besucht natürlich keinen Gefangenen. Das ist ja totaler Quatsch. Alice ist Sherlock Holmes' neue Nachbarin. Sie ist jung und hübsch und sie scheint sich gut mit Kindern zu verstehen. Sie ist noch unverheiratet. Die Liebeskette, die sie trägt, deutet auf eine Verbindung zur Unterwelt hin. Sie hat schwierige Zeiten durchgemacht. Die Narben weisen auf einen Selbstmordversuch hin. Nach ihrem Schmuck zu urteilen, ist sie am Okkulten interessiert. Miss Alice hat mir über ihre ganzen Reisen erzählt, Vater. Sie war schon überall auf der Welt mit ihrem eigenen Vater. Ihre Tochter ist reizend. Und sie war an Bord des Orient Express, als er angegriffen wurde. Oh, was für ein Traum. Genau. Sie ist so einfallsreich und kreativ.
Das erinnert mich daran, dass ich Sie fragen wollte, ob Caitlin mich besuchen kann, um ihr Klavierspiel zu üben. Ja, ich meine, sie scheint ja nett zu sein, ne? Ich hätte jetzt zugestimmt. Warum nicht? Na gut, ich muss dann halt ablehnen. Das ist nett, aber ich habe beschlossen, dass Kate mit dem Klavierspielen aufhört. Oh, Vater, was sagst du denn da? Caitlin, wir sind Nachbarn. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin lasse ich dir dieses Buch hier. Vielen Dank, Miss Alice.